Willkommen zurück bei Pepper Woods. Eine Welt voller Abenteuer erwartet uns. Schön, dass ihr dabei seid. Welcome to my new video game. Pepper Woods. Yeah, reinstarten. In den letzten Folgen waren wir schon in Australien, in Deutschland und in Amerika. Falls ihr die Folgen verpasst habt, schaut auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort findet ihr die. Oh yeah, eine Pfütze. Machen wir uns erstmal ein bisschen dreckig. Ja, das ist cool. Komm, Pepper, wir machen zusammen. Juhu! Aha, das macht Spaß. Komm, Pepper, wir fahren Richtung Hafen. Mal schauen, in welches Land wir heute reisen. Oh, Papa Wutz ist da. Hallo, es ist immer schön, euch zu sehen. Los kommt, wir werden zu spät kommen. Keine Sorge, auf geht's. Das Kreuzfahrtschiff wird auf uns warten. Was hältst du davon? Bereit, ein neues Reiseziel zu wählen? Ja, sicher. Wir haben Lust. Wow. Der Hafen. Ahoi! Wieder zurück für eine weitere Reise? Jawohl, Kapitänin Otter. Sehr schön. Wohin wollen wir diesmal reisen, Pepper? Weiß es nicht. Warum siehst du dir die Tafel nicht nochmal an, um zu sehen, wohin du als nächstes fahren möchtest? Wo könnten wir denn hinreisen? Schauen wir mal. Oh, so schön hier im Hafen. Dies ist New York, wo man Gebäude sehen kann, die so hoch wie die Wolken sind. Deutschland hat wunderbare Weihnachtsmärkte, die malerisch im strahlend weißen Schnee liegen. Da waren wir schon. In Barcelona kannst du Fußball am Meeresstrand spielen. Oh ja, da habe ich Lust drauf. Auf Strand. Es sieht sehr schön aus. Okay, alle an Bord. Alle an Bord. Alle an Bord. Sind wir alle bereit, in See zu stecken? Wir sind bereit. Dann werfen wir mal die Maschinen an. Und wir segeln davon. Yeah. Auf nach Barcelona. Barcelona. Wir sind in Barcelona. Oh, seht mal, da sind Senor Mietze und Magda Mietze. Hallo, Magda. Hola, Pepa. Hallo allerseits. Hola. Willkommen in der unglaublichen Stadt Barcelona. Es ist wirklich schön hier. Wir können es gar nicht erwarten, alles zu erkunden. Warum zeigen wir euch nicht die Gegend? Es gibt hier so viel zu tun und zu sehen. Wir können Fußball am Strand spielen. Und dort skateboarden. Das klingt so spannend. Das ist es auch. Aber schauen wir uns zuerst hier um, in Les Rambles. Warum holt ihr euch nicht ein paar Blumen oder eine Windmühle von den Marktständen? Okay, los geht's. Let's go! Ich will eine Blume. Hallo?
wohl eine Windmühle? Probier doch mal auf die Windmühle zu pusten und zu sehen, ob sie sich dreht. Puste gegen die Windmühle. Je länger du die Taste... Okay, das schaffen wir, oder? Wow! Du drehst wirklich schnell! Exzellente! Du hast sehr schön gegen die Windmühle gepustet. Komm her, wann immer du willst, um es erneut zu probieren. Haha. Hey, Peppa, Papa Woods. Peppa, kommst du auch? Seht euch all diese wunderschönen Blumen an. Warum stellen wir keinen Strauß für Mama zusammen? Hier, bitte. Lass uns dafür einige bunte Blumen auswählen. Okay. Du findest verschiedene Blumenarten entlang der Straße. Geh vor einen Stand und nimm eine Blume, um sie dem Strauß hinzuzufügen. Oh ja, da hinten habe ich schöne Blumen gesehen. Ich möchte gerne Sonnenblumen haben. Und ganz am Anfang, wo wir angekommen sind, gab es auch noch schöne Blumen. Ja. Lalalala. Oh ja. Oh, seht mal! Signor Mietze hatte recht. Dieses Gebäude ist atemberaubend. Lasst uns reingehen. Wow. Barcelona ist echt schön. Ich will rein, ich will rein. Er ist so schön. Warum bringen wir ihn nicht zu Mama? Oh, wie die Sonne durch die schönen bunten Scheiben strahlt. Das sieht so schön aus hier drin. Was können wir hier machen? Warum gehen wir nicht an den Strand? Ich denke, da müssen wir hier lang. Ja, wir gucken jetzt erstmal, wo Mama Wutz ist. Wir haben ihr ja gar nicht die Blumen gegeben. Er ist so schön. Warum bringen wir ihn nicht zu Mama? Ja, sag ich doch. Mama Wutz, wir haben Blumen für dich. Da ist Mama Wutz. Strauß in so wunderschönen Farben. Danke. Gern geschehen. La, 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 la. Jetzt möchte ich gern zum Strand gehen. Peppa, du bist so langsam. Ja, machen wir jetzt, okay. Also gehen wir doch nochmal in das Gebäude rein. Und schauen, ob wir jetzt was machen können hier drin. Weil vorhin hat das ja nicht geklappt. Wow, wie riesig. Und ich fühle mich so klein. Oh, wow. Auf dem
Boden sind viele farbige Formen. Das bunte Licht wird durch spezielle Fenster erzeugt, sogenannte Buntglasfenster. Können wir Ich sehe was spielen? Ich sage die Formen und du musst sie finden. Okay. Ich sehe was, was du nicht siehst und es ist... Ja! Ich sehe was... Der rote Kreis. Haha. Und es ist... Ein blaues Dreieck. Ja! Ich sehe was, was du nicht siehst und es ist... Ein grünes Quadrat. Hier. Hurra! Du hast alle Formen gefunden. Juhu! Hallo. Okay, das war's. Jetzt möchte ich aber in den Strand. Haben wir uns genug angeguckt von Gebäuden. Komm, Peppa. Miau. Warum gehen wir nicht an den Strand? Ich denke, da müssen wir hier lang. Wo? Ich glaube, wir müssen hier lang. Hallo. Willst du das Skateboarden ausprobieren? Das war ja so toll. Ich liebe Skateboarden. Es gibt nichts, was ich lieber mag auf der ganzen Welt. Warum probierst du es nicht mal? Skateboarden wir. Du kannst die Richtung ändern und während der Bewegung schneller werden. Du kannst notfalls jederzeit vom Skateboard abspringen. Ich wollte Skateboard fahren. Ich bin aus Versehen beim Strand gelandet. Gut gemacht. Du kannst das echt gut. Möchtest du es nochmal probieren? Möchte nochmal. Natürlich. Steig auf. Das war viel zu kurz gerade. Wow. Yeah. Das ist schon besser. Haha, Peppa, du kannst mich nicht kriegen. Okay, jetzt will ich aber zum Strand. Mir ist heiß. Miau. Komm, Peppa. Miau. Oh, lass uns Fußball spielen. Nun, eine der lustigsten Aktivitäten, die du am Strand in Barcelona machen kannst, ist... Fußball spielen. Mama, Papa. Fußball spielen. Fußball spielen. Hoho, versuch nur, mich aufzuhalten. Als kleines Ferkel war ich der Meister aller Torhüter. Viel Glück, Papa Wutz. Ich glaube, Schorsch möchte auch spielen. Hurra! Ich, du und Schorsch gegen Papa. Spielen wir ein wenig Fußball. Sieh mal, ob du gegen Papa Wutz ein Tor schießen kannst. Lauf zum Ball und schieße ein Tor. Aha. Hier kommt Ronaldinho. Zum Tor. Bam. Tor. Herzlich willkommen. Goal, 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 goal. Versuch jetzt noch eins zu schießen. Wuhu! Du schaffst das! Zum Tor! Nein! Diesmal ist Papa Wutz rausgekommen. Ey. Haha! Lass den Ball! Schnell! Tor! Gut gespielt. Du bist ein Naturtalent. Vielleicht kannst du eines Tages für Barcelona spielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber nun müssen wir weiterziehen. Ach, schade. Ja, wir wollen auf unserem Abenteuer um die Welt noch viel mehr Orte anschauen. Vielen Dank für euren Besuch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in unserer wunderbaren Stadt. Ich liebe Barcelona. Und wir haben euch gern alles gezeigt.
Ihr müsst wiederkommen und uns besuchen, wann immer ihr wollt. Danke, Senior Mietze. Das werden wir. Und vielleicht habe ich bis dahin gelernt, wie man Skateboard fährt. Herzlichen Glückwunsch. Du hast toll Fußball gespielt. In der schönen Stadt Barcelona hatten alle viel Spaß. Boah, Barcelona war wirklich richtig cool. Das hat mir so gefallen. Zu Hause ist es doch am schönsten. Da hat Peppa recht. Gehen wir mal kurz zu Peppa rein. Hallo Mama Wutz. Kurz in Peppas Zimmer. Ziehen wir uns was anderes an, ha? Mal gucken, was wir uns anziehen können. Ah nein, das möchte ich nicht. Nein, das hatte ich schon. Nein, das möchte ich nicht. Oh, Astronaut. Nein. Nochmal. Gibt's nur diese vier Sachen? Dann will ich lieber Cowboy sein. Sheriff, das war cool. Ich nehme noch ein Spielzeug mit. Peppa, ja? Oh, cool. Yeah. Also wir gehen jetzt ein bisschen spielen. Und machen die Glotze aus. Liebe Kinder, macht das auch. Seid lieb zu euren Eltern und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Channel. Viele weitere Folgen sind schon auf unserem Kanal vorhanden, also schaut rein. Habt einen schönen Tag. Tschüss.